Willkommen zurück bei Tears of the Kingdom. Es regnet schon wieder, ne? Boah, bam. Ja, wir haben in der letzten Aufnahme nicht nur den zweiten oder die zweite Orni getroffen. Nein, wir haben auch den nächsten Schrein gefunden und wir haben Erinnerung Nummer 8 freigeschaltet. Eine wunderschöne Zwischensequenz, die sich wieder rund um die Geschehnisse von Zelda gedreht hat. Fantastisch. Na, ich habe es ja schon gesagt, fantastisch. Die ganzen Sachen. Ich würde vorschlagen, wenn wir die Erinnerung alle beisammen haben, das wird die auf jeden Fall sein, bevor wir das Spiel beenden. Lasst uns doch dann einfach alle Erinnerungen nochmal hintereinander abspielen. Dass wir alle Zwischensequenzen einmal am Stück abspielen, um einmal so nochmal, so die Story nochmal zu erleben. Jetzt haben wir auch die Nummer 8 recht früh gefunden, was eigentlich schade ist im Kontext der Story. Aber ist ja nicht schlimm. Nur, dass wir dann noch einmal, hallo Terry da hinten, dass wir noch einmal alles bei jedem Wetter geöffnet. Klar. Dass wir noch einmal die Story, einfach diese Zwischensequenzen dann nochmal abspielen. Was wollen wir machen? Wir wollen erkunden. Erkunden, erkunden, erkunden. Ich weiß, das ist so das, was wir am meisten gemacht haben bis jetzt. Das ändert sich auch nicht, denn wir haben noch riesige... Ach Gott. Warum ist denn der Konstruktbogen nicht... Naja, ich hinterfrag's mal nicht. Wir haben noch viele Teile hier von dem Gebiet, die wir nicht erkundet haben. Und da holen wir erstmal nach. Ist übrigens jetzt eine Folgeaufnahme. Ne? Ich wollte eigentlich nicht mehr aufnehmen, hatte auch schon die Switch auf Standby. Und habe dann gedacht, nee, komm, eine Aufnahme machst du noch. Ja, wir folgen dem Weg. Wir reiten erst einfach einmal komplett hier um unsere Pilzbäume rum. Können auch durchreiten, wäre die Frage. Vielleicht finden wir ja irgendwas Spannendes. Wie ging das nochmal? Ah ja, genau, so konnte man runtertapseln mit ZL. Gewitter, ey. Eieiei. Mhm. Mhm. Wir werden noch von so einem Stein erschlagen. Ja, es ist natürlich, ist natürlich jetzt ein Schnelldurchlauf, ne? Hier muss so viel versteckt sein. Oh, was ist das? Ich bin zu meinem Freund. Oh, ich sehe doch schon was. Der ist irgendwo drauf, ne? Ja, 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 ja. So. Guck mal hier. Sehe ich doch schon, was dabei rumkommt. Wir bauen schon mal. So. Ja, kriegen wir es auch ebenerdig hin, dass das nicht drüber steht? Naja, dann halt nicht. Ja.
für ein Schlamassel. Wer hätte gedacht, dass ich von meinem Freund getrennt werden würde? Ey, guck mal da! Das Rauchsignal! Ich muss mich beeilen! Aber ich bin so erschöpft, ich kann mich kaum bewegen. Wir können aber die Richtung nicht kontrollieren, oder? Bin ich jetzt blöd? Muss ich denn abspringen und das schnell auffangen, oder was? Jetzt schwein mal. Achso, das ist natürlich unschön. Hätte ich ganz gern gerade hier drauf. Achso, keine Waffe ausgerüstet. Ja, ist klar. Macht Sinn. Ah, heiß, heiß! Oh yeah. Oh yeah. Das war so knapp. Ja. Endlich wieder zusammen. Okay, danke, dass du meinen Freund zu mir zurückgebracht hast. Hier ein kleines Dankeschön für dich. Krocksamen mal zwei. Ja. Küchi. Oh, ich liebe Krocks. Dank dir bin ich am Ziel. Wow. Ja, aber dafür, dass wir... Ja, so kann man jetzt natürlich, aber... Wir würden ja schon sehen, oder? Wenn da was drauf wäre. Das kann es halt nicht sein. Niemals ist jetzt nur ein Doppelkrog. Das wisst ihr genauso gut wie ich. Ah! Okay. Aber immerhin, guck mal, wir haben was gefunden. Aber es ist, ach, das war der Ballon. Alles gut, stimmt. Hat sich damit schon mal gelohnt, dieses nochmal quer durchreiten, oder? Ja, hatte ich mir halt gedacht, bevor wir jetzt einmal komplett außen rum gehen und gar nichts finden, können wir einmal versuchen, was zu finden. Schöner Treffer. Hi. Ah, so sieht man sich wieder. Ich reise immer noch auf der Suche nach Insekten umher. Und da der Zufall uns ein weiteres Mal zusammengeführt hat, wird Professor Utrick dir wieder eine Insektenlektion lernen. Hier in der Herzblutsümpfen gibt es Zitterflügler und Zitterlibellen. Kocht man sie zusammen mit Monsterzutaten, dann erhält man Medizin, die vor... Genau richtig, Elektrizität schützt. Bei mir landen die armen Flatterviecher natürlich nicht im Topf, dafür sind sie mir viel zu lieb und teuer. Ach ja, Zitterflügler und Zitterlibellen zeigen sich nur bei Regen und nur tagsüber. Oh ja, der kluge Insektenfreund achtet bei der Suche immer auf Wetter und Tageszeit. So, das war auch schon alles. Professor Utricks Insektenseminar ist zu Ende. Bis zum nächsten Mal. Danke. Wenn man sich selbst die Nase so weit hochhält, ne? Gut. Haben wir da vorne den Schrein markiert oder gesehen? Markiert, okay. Ah, juck, juck, juck. Man könnte meinen, dass vielleicht mein Sonnenbrand jetzt auch meinen Kopf ein wenig jucken lässt. Nobody knows. Achso, das war ja die... Moment mal, ist das ein... Ist das ein Schrein? Nee. Oder gehört das? Nee, das gehört doch nicht mehr zu dem Gebiet hier. Oder? Was habe ich denn hier markiert? Ach, das. Okay, das war das mit den. Ja, 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 ja. Dieses Merkwürdige mit den. Ich mache da einfach mal ein Krog-Symbol hin. Weil Stern ist ja jetzt, hat jetzt eine andere Bedeutung. Das irritiert mich sonst total.
Jetzt einmal durch die Schlucht durch. Da wäre auch die Frage, außen rum oder durch. Ich geh mal durch. Einfach mal durch da. Aber süß, was Zelda gesagt hat, oder? Ah, ja. Vom Pferd sammeln geht nicht, ne? Genau, und dann hätten wir hier rot, lila, blau. Das wären so die drei Richtungen. Rot, lila, blau. Da müssen wir mal erkunden. Ja, das mag ich so an dem Reiten. Es ist sehr entspannt. Man kann das Tempo schön halten. Man muss nicht dauernd auf irgendwelche Balken gucken oder sowas. Also immer schön eincremen, ne? Sonnenbrand ist sehr, sehr gefährlich. Ne, aber nach der Aufnahme muss ich Pause machen. Morgen geht's dann wieder weiter. Morgen starten wir dann durch. So, hier waren wir ja schon. Genau, hier haben wir schon gekämpft. Daran erinnere ich mich, aber wir sind hier rechts zum Beispiel noch nicht gewesen. Gucken wir uns erstmal rot an. Das ist ja ein recht kompakter Hügel sogar. Ich bin nicht da, bitte nicht weiter beachten. Batterieleistung lässt nach. Stimmt, ich muss gleich den Controller laden. Gut, dass ich das jetzt nochmal sehe. Die Stunde hält ja noch durch, hoffe ich. Och man, ich will auch zu meinem Freund. Sind viele unterwegs auf jeden Fall. Ah. Och man, was für ein Schlamassel. Ich bin hier und mein Freund ist nie da. Ach du Schande. Er ist ganz schön weit weg, da ganz hinten. Ich bin so erschöpft. Was ist das hier? Ist das ein Spiegel? Ja. Mehr haben wir hier nicht. Keine Turbinen, nix. Also müsste ich jetzt zwei von mir nehmen, ja? Wir probieren das einfach mal. Wir haben ja recht viele. Achso. Nee! Jetzt haben wir drei. Na gut. Eins. Wir werden sowas von sterben. Zwei. Drei. Wir schaffen es ja wohl irgendwo drauf zu kommen, oder? Danke.
Okay, keine Ahnung. Wir werden wahrscheinlich gar nicht schaffen, abzuheben. Es ist wieder so eine Sache. Hey, es klappt ja gar nicht. Sind die vielleicht? Ist das so besser, wenn die nicht so weit unten sind vielleicht? Nee, eben nicht. Okay, also in der Theorie klappt es. Es braucht viel zu viel Strom. Ist der schon markiert da? Natürlich ist der markiert. Da ist sogar noch ein Schrein, dann seht ihr mal. Wir müssen das auf jeden Fall noch eine Menge. Wo war denn der nochmal? Ja, ich hätte noch eine Idee. Ich weiß ja auch nicht, was ich hier mache. Nee, da ist was. Nee, ein Stück weiter. Nee. So, was ist denn, wenn wir jetzt einfach... Nee. Keine Angst haben, Krog. Ich weiß, das ist gerade alles sehr anstrengend. Mir geht's auch nicht besser. Was sind wir jetzt einfach mal da? Holz, also Feuerstein. Und Holz. Das klappt nicht so richtig. Okay, wo haben wir denn mal ein Autosave gerade? Da.
Zwei, aber also es ist auch, also man kann auch kein Lagerfeuer da drauf machen. Flammenwerfer ist halt das Problem, dass wir. Haben wir eine Stockwaffe? Das wäre noch eine Option. Alles zurückgesetzt. Das ist ja äußerst nett. Aber warum sind denn das auch Steinplatten? Das ist natürlich schon hart, ne? Weil die auch so schwer sind. Das weiß ich doch schon. So. Zwei, ja, die Ballons bekommen wir halt nicht auf, ne? Ist zu schwer. Steuerung nach hier vorne. Flammenwerfer in die Mitte. Und noch einen zweiten dazu. Alter. Das ist schon ein bisschen schwierig, weil man ja jetzt gar nicht eine gerade Ebene hinbekommt, wenn ihr wisst, was ich meine. So. Ja. Also es funktioniert. Klar,
Wir haben vielleicht etwas wenig Akkuleistung. Wir haben auch nichts, was unser Akku kurz pusht, oder? Haben wir irgendwas für endlos Akku? Die Sonosphären. Zeitweg unbegrenzt. Ist mir zu selten, nenne ich es mal. Ja, müssen wir jetzt 10 Stück einwerfen oder so, ne? Ich meine, das könnte man natürlich auch machen. Oh mein Gott. Oh. Mhm. Kein Problem, wir verteidigen unseren Krogfreund. Tja. Das so gedacht ist? Ich meine, theoretisch klappt das, nur wir haben zu wenig Batterie, Batterie, genau wie unser Controller. Aber unbegrenzt das jetzt zu benutzen, das... Nur ich glaube fast, wir können eins davon wegmachen. Ich weiß schon, Blutmond. Wenn des Blutmonds Licht die ganze Welt färbt, erwacht das Fleisch von Ungeheuern zu einem neuen Leben. Und ihr Hass ergießt sich über das Land. Was haben wir denn eigentlich getan, den Ungeheuern? Warum Hass? Hass ist so ein starkes Wort. Ich mag euch doch alle, vor allem die Bockblins. Und ihr seid doch alle so süß. Ich will dich um meinen Freund. Ich versuch's doch schon. Aua. Ach du Scheiße. Dann laufen wir ja besser, ne? Sagen wir mal ehrlich. Ja, wir brauchen mehr Batterie. Oder halt ein Brett. Denkt ihr noch einen Flammenwerfer, aber das, dann geht ja auch nur die Batterie schneller leer, ne? Das ist ja auch so das Problem. Wir können das gerne mal ausprobieren. Wir haben ja viele Flammenwerfer, aber... Entschuldigung! Eieiei, okay, den Rest tragen wir mal. Also ja, die Konstruktion würde funktionieren, aber durch den Stein ist das so schwer, dass wir so viel
Kraft brauchen, eben mit zwei Ballons, da haben wir nicht genug Akku für. Ist das ein Zeichen, dass wir schon längst größere Batteriekapazität haben sollten? Fragezeichen? Ich weiß es nicht. Ich will zu meinem Freund. Endlich wieder zusammen. Hey, da bist du ja. Hey, du hast meinen besten Freund gefunden. Dankeschön. Tüti. Danke, dass du meinen besten Freund zu mir zurückgebracht hast. Dank dir bin ich am Ziel. Puh. Ja. Blau. Lila. Ah, nee. Nee, Leute, echt nicht. Ja, jetzt die Bomben, ne? Jetzt so beim Weglaufen eine Bombe fallen lassen. In Breath of the Wild. Das war schon was Feines. Ach, du Schreck. Das hat auch gut geklappt. Wo waren wir vorhin überhaupt? Da, ne? Also diese Crocs sind schon echt eine Herausforderung. Hier haben wir drei Bäume. Die stehen aber nicht gleich, ne? Wir kennen ja alle den Klassiker mit den Bäumen mit nur einem Apfel dran. Und das sieht nicht so aus. Gibt's sie auch gar nicht mehr, ne? Sneaky Sneak. 33 Minuten, das hat jetzt recht lang gedauert, ne? Chili. Chili Chango. Hallo. Ist vielleicht ein bisschen gemein. Ein Opal. Aha. Geiler Angriff. Ja, so kann man sich echt austoben, ne? Guck mal. Ist da ja so auf Schloss Hyrule drauf, mehr oder weniger, noch ein Schrein. Das ist ja fantastisch. Ja, ist schon noch ganz schön weit weg. Aber okay, damit haben wir jetzt... Bei dem See waren wir aber noch nicht, ne? Jetzt waren wir eher so hier in der Richtung. Das heißt, da gehen wir dann nochmal hin.
Da ist auf jeden Fall ein Brunnen. Das war aber jetzt auch mit Abstand der am weitesten entfernte Krog bis jetzt, oder? Ja, was uns am Ende Probleme bereitet hat, war dann wirklich das Gewicht der Platte, ne? Nicht mal die Distanz an sich, sondern wirklich, dass diese Steinplatte viel zu viel gewogen hat und wir dann zu viel Kraft gebraucht haben und zu viel Dauer im Nachhinein auch. Ah, ihr merkt schon, ich bin der geborene Einhandkämpfer. Jetzt haben wir wieder diese merkwürdigen Pfeile, ne? Führen die uns zu Crocs, oder? Hier drauf. Beide Pfeile zeigen dahin, dann wäre das hier ja in der Mitte. Oder? Nee. Da ist ein Pfeil und da ist ein Pfeil. Da ist auch ein Pfeil. Also Pfeil. Pfeil. Der Stein hier. Nee. Eigentlich fehlt dir noch ein vierter Pfeil. Was machen die da? Ich mag die ja eigentlich. Ja, das mit den Pfeilen habe ich ja auch nur so semi verstanden. Die Pfeile waren ja auch hinten bei den Löchern mit diesen Steinen mit diesen Löchern, wenn ihr wisst, was ich meine. Zeigen die jetzt, dass hier irgendwo ein Krog ist, oder? Schon, ne? Also du sagst da. Du sagst auch da. Gibt ja nicht noch einen Pfeil, ne? Hm.
Ich würde jetzt mal einen Marker setzen. Also es ist mir jetzt gerade nicht hundertprozentig schlüssig und vielleicht kommen wir ja noch drauf, irgendwann anders. Aber es hieße für mich jetzt der Logik nach schon, dass hier irgendwo ein Krog ist, aber... Ich verstehe noch nicht, wie man den Standort anhand der Pfeile festlegen soll. Aber beim Pferd, hier war doch noch die Herausforderungskiste, ne? Hier oben. Hallo! Hallo, Desert. Die war hier, ne? Ich will mich jetzt nämlich auch nicht Ewigkeiten an einer Stelle aufhalten, wenn ich einfach nicht drauf komme. Genau wie mit dem einen Schrein. Da müssen wir wirklich später nochmal hin. Oder wir müssen es durch Zufall woanders herausfinden. Aber dieses Try and Error, jetzt da Ewigkeiten rumlaufen und am Ende finde ich doch nichts, das frustriert nur. Hier haben wir jetzt erstmal dieses große Wasserbecken. Hier waren wir ja auch noch nicht, bei diesem See, nenne ich es mal. Oha. Oh mein Gott. Es könnte jetzt Goldapfel oder Apfel sein. Ich würde mal auf Goldapfel tendieren. Was ist ein großer? Wir haben eine kleine Statue mit einem normalen Apfel und eine große Statue mit einem Goldapfel. Nee. Der wollte ihn schon essen. Desert wollte den Apfel essen. Ich habe es genau gesehen. Na komm, esse. Du willst sie doch beide haben, ich weiß doch genau. Sorry, du kriegst deinen zurück. Ich werde nicht so sein. Und Desert, du bekommst auch einen. Guck mal hier. Okay. Ist alle glücklich? Ja, ne? Krog hat seinen zurück. Und Desert fühlt sich nicht benachteiligt. So, hier sind wir ja drüber geflogen, auch wenn das zu positiv ist. Wir haben alles Mögliche gemacht, sind aber nicht geflogen. Hier ist dann tatsächlich noch ein Brunnen. Och nee. Ach du Scheiße. What? Puh, also diese Horrorblinds, ne? Aber nichts toppt die Phantom-Ganon-Höhle. Wenn ich nochmal daran erinnern darf, dass wir einfach in einer Höhle von Ganon angegriffen wurden. Und er uns instant gekillt hat. Das Resultat war ja auch nicht so erfreulich. Damit haben wir einen weiteren Brunnen gefunden. Brunnen gefunden.
Müssen wir leider unser Schwert ein bisschen verschwenden. Steinsalz und Feuerstein. Mhm. Und hier sehr schön die ganzen Leuchtsamen, die brauchen wir. Bernstein und Steinsalz. Mhm. Horrorblindhorn, ja. Darf man nicht vergessen, dass man noch diese Mechanik hat, mit dem Hochspringen. Lanze mit Soldatenschwert. Ja, warum nicht? Nee, oder? Nee. Ganz viele Leuchtsamen. Ja, damit. Mhm. Aber natürlich auch ein etwas fremdartiger Brunnen. Man dieses typische, yo, ich gehe runter und hab so ein bisschen was zu plündern, kann man böse überrascht werden. Haben wir gut gemeistert, aber schön viele Leuchtsamen. Oh, ein Diamant. Nice. Unsere ganzen Fehlschüsse. Schön. Wo auch immer diese Kiste herkommt. Bombenfasslanze. Die killt uns doch selber, oder? Ich meine, die Idee ist verrückt. Können wir gerne mal selber ausprobieren, aber überzeugt mich jetzt nicht, dafür eine andere Waffe zurückzulassen. Bombenfasslanze. Okay, coole Höhle. Vor allen Dingen wieder schön viele Leuchtsamen gefunden. Und alleine dafür lohnt sich's ja. Und wir haben einen Brunnen gefunden. Das heißt, wir können auch dann nochmal Bescheid sagen, dass wir einen weiteren Brunnen entdeckt haben. Was ist das hier? Achso, wir können noch ein paar Äpfel mitnehmen hier. Ach, stimmt ja. Hallo. Bist du schuld? Aber auch die, was war das? Soldaten, hier die Lanze. Ich würde dann doch eher den mitnehmen. Und uns einen neuen Fasszertrümmerer machen. So. Brunnen, das heißt, das haben wir. So. Mhm. Jetzt wäre die Frage, gehen wir erstmal zum Schrein oder erkunden wir die Ebene weiter? Da bin ich noch unentschlossen. Hier haben wir ja nichts mehr, außer
Okay, noch mehr Gegner. Wölfe. Was ist los? Ich will es so gern haben. Was willst du haben? Das Leben des Helden. Ich wusste es schon. Modekennerin, Mister. Aua, das war aber ordentlich Schaden. Autsch, autsch. Das ist doch auch ein Krog hier. What? Die sind hier überall. Da, 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 da ist eine Höhle. Entdeckt. Jägerstützpunkt Maritta. Was heißt denn jetzt Jägerstützpunkt? Moment mal. Wir haben die Jäger doch besiegt, deren Anführer bezwungen und... Ach du Scheiße. Oha. Immer wachsam bleiben. Klappt ja gut. Wer ist da? Hm? Ha, du! Du bist Link! Du bist wohl hier, um unseren Schneider mitzunehmen. Doch für diese Dreistigkeit wirst du bezahlen. Oh, shit. Oh yeah. Ja, ich bin hier, um euren Schneider mitzunehmen. Whoever it is. What? Jägerstützpunkt. Ist mir komplett neu. Keine Ahnung, was hier abgeht. Riesenleuchtsam. Aber hier ist was. Hallo? Oh? Okay, wenn das aber deren geheime Methode ist, ihre Eingänge zu markieren, sehr offensichtlich. Wie cool. Seht ihr, genau dafür habe ich es gemacht. Wir wurden gar nicht getroffen gerade. Ganz viele Schwertbananen. Boah, viele Holzpfeile. Sehr gut. Ja, die Jäger waren ja im Breath of the Wild unten in der Gerudo-Wüste mit einem riesigen Lager vertreten. Und dort haben wir ihren Anführer Huga, Kuga, irgendwie sowas, besiegt. Und wurden dann immer wieder angegriffen als Rache, weil wir deren Anführer besiegt haben.
dass sie sich jetzt hier sogar neu formiert haben, mit noch mehr Stützpunkten scheinbar. Respekt. Riesige Racheaktion wahrscheinlich. Und sein Schwert haben wir dann auch noch. Zanshin Langschwert. Hieß das vorher nicht irgendwie Windklinge oder so? Zanshin Langschwert. Diese fressende Klinge ist recht stumpf, aber besonders fähige Kämpfer können mit dem Schwert den Wind spalten und Druckwellen entstehen lassen. Oh, die Scheide ist wieder schön, ne? So ein riesiges Katana einfach. Schon geil. Hallo, Herr Schneider? Jägerbandenbuch. Lesen. Diese Höhle ist eine natürliche, in Stein gehauene Festung, die aus insgesamt 5 Höhlenräumen besteht. Merkt euch gut, wie man zum Geheimraum gelangt, in dem die Uniformen und eine Karte der Stützpunkte aufbewahrt werden. Diese Weisung ist zu befolgen. Folge der Blickrichtung des Frosches. Wer auch immer nur ein Pieps von diesem Geheimnis verrät, wird gnadenlos bestraft. Folge der Blickrichtung des Frosches. Wehe, das ist da, wo wir gerade die beiden Dinger weggemacht haben. Folge der Blickrichtung des Frosches. Ich mag die Höhlen. Was ist das da? Ich musste gar nicht der Blickrichtung folgen. Hallo? Oh mein Gott, das ist ein Jäger-Outfit. Aliza. Darauf habe ich gewartet. Es heißt doch, wenn eine schöne Frau, Dame in Not gerät, dass der Held von Hyrule sie retten wird. Also habe ich gewusst, dass du kommst. Aber wenn du der Held bist, musstest du das legendäre Schwert bei dir haben. Doch dieses Ding auf deinem Rücken, ganz ehrlich. Ach, einer legendären Waffe sieht das beim besten Willen nicht aus. Schartig. Helden gibt es wohl nur im Märchen. Seit sie mich entführt haben, nähe ich für die Jägerbande. Also, ich mag Mode. Aber ich bin nicht gut im Nähen. Das habe ich ihnen versucht zu erklären. Aber sie wollten nicht hören. Naja, je mehr ich von dieser Kleidung nähe, umso mehr gefällt sie mir. Ich muss die ganze Zeit daran denken, dass ich sie am liebsten behalten würde und nicht der Jägerbande geben würde. Das hier passt mir nicht, daher kann ich es nicht tragen, also hier. Es würde mich freuen, wenn du das nimmst. Jägerhose. Eine Hose, wie sie jedes Mitglied der Jägerbande trägt. Das leichte Material dämpft Schritte, bietet dafür aber auch nur wenig Schutz. Wenn du alle gleichzeitig trägst, gehst du wahrscheinlich als Mitglied der Jägerbande durch. Und die Hose, wenn du die mit anderen Sachen kombinierst, sieht das sicher umwerfend aus. Vielen Dank, dass du gekommen bist, um mich zu retten. Vielleicht gibt es Helden nur im Märchen, aber du bist mein Held. Cool, die Jägerhose. Ist das? Nee, das Outfit, das Schleichoutfit in Breath of the Wild war doch so dunkel, oder? Ich meine, das sah anders aus. Es war ja auch kein Jäger, sondern war es nicht. Ah, wie hieß das nochmal? Aber cool, können wir mal im Auge behalten. Mit einem Rüstungswert natürlich eher schlecht. Bleibe ich lieber bei dem hier mit mehr Angriffskraft. Aber können wir uns mal im Hinterkopf behalten. Jägerbandenbuch lesen. Stellenmemorandum. Abteilung für Stellenmemorandum. Hauptquartier, Bekanntgebung neuer Stellen. Interessierte Mitarbeiter werden ersucht, Bewerbungsunterlagen bei den entsprechenden Resorts einzureichen. Stelle, Handelsagent, Außendienst. Tätigkeit, Beschaffung und Verkauf von Waffen für die Jägerbande. Anforderungen, zählen können, Beherrschung eigener Muttersprache. Stelle, Agent für Forschungsanfragen. Tätigkeit, Forschen, Fragen. Sonoapparaturen untersuchen. Anforderungen, Spaß am Basteln, Kompetenz im Erfinden flippiger Produktzeichnungen.
Stelle Mitarbeiterfortbildungsspezialist, Tätigkeit Mitarbeiterfortbilden, Anforderungen, robuste Verfassung, Beherrschung der Erdmanipulation. Hinweis, Fortbildung zum Erlernen der Erdmanipulation erfolgen ausschließlich im Trainingsbereich des Hauptquartiers. Stelle Logistik- und Vertriebsspezialist, Tätigkeit Zustellen von Lieferungen an Untergrundbasen, Anforderungen, lesen können, schreiben können, hohe körperliche Belastbarkeit. Ah, okay, also wir müssen das ganze Set sammeln, damit wir uns als IGA in Anführungszeichen ins Hauptquartier schleichen können, um dort dann die Erdmanipulation zu lernen, richtig? Okay, das ist Schloss Hyrule. Wir sind gerade da hinten. Also da sind wir gerade. Ganz oben rechts. Ne, das bringt nichts, da jetzt Marker zu setzen. Okay, aber hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ach, mir gefällt das, dass wir jetzt auch noch diese ganz, ganz verschiedenen Höhlen haben. Jetzt auch hier mit dieser Luke nach oben hatten wir auch noch nicht. Ganz viele verschiedene Ideen. Und wo hätten wir jetzt den Blick des Frosches folgen müssen? Folge dem Blick... Ach, da. Aha. Klar. Danke. Majoi Signum. 10 Stück schon. Feuerstein. Und Bernstein. Okay. Aber mir gefällt auch diese Idee, dass die ganzen Rüstungsgegenstände in Höhlen versteckt sind. War jetzt aber ja auch von der Höhle an sich her recht nett. Wir hatten ja jetzt nur, in Anführungszeichen, 2 Gegner. Der Offizier war knackig, aber der normale Jägertyp, Maxi-Trüffel. Gar nicht gruselig. Aber gut, haben wir jetzt sogar wieder etwas über unsere aktuellen Gebietsbegrenzungen hinaus erforscht. Das freut mich. Ich hätte gerne mehr Tomaten. Ausdauerknolle. Himmelspilz. Schleischling. Moment, da steckt ein Pfeil. Hier ist irgendwo Krog, oder? Krog-Modus aktiviert. Da steckt ein Pfeil. Vielleicht eine Nuss? Nee. Ja, ja, der sagt, ich weiß. Aber du weißt doch, wie es ist. Ich muss immer überall gucken. Ihr habt es auch schon gesehen, oder? Tut doch nicht so. Okay, hier sind überall Holzpfeile einfach.
weiß auch noch nicht, ob die Krogmaske, die es ja höchstwahrscheinlich wieder geben wird, Segen oder Fluch ist, wenn dann dauernd alles rappelt und ich nur noch nach Krog suche. Kann ich auch noch nicht beurteilen. Wird vermutlich zum Zuschauen auch anstrengend. Ich muss es halten. Wir wissen auch schon genau, was er sagt. Aber ich meine, am Ende bekommen wir von dem halt Rubine. Sehr erstmal positiv. Reicht das schon? Ich frag für einen Freund. Lass mal los. Nicht so loslassen? Kerzen gerade. Großartig. Das Headset steht von alleine. Ich muss es gar nicht mehr stützen. Oh, das ist genial. Warum ist mir das nicht eingefallen? Oh Mann, jetzt kann ich... Ja, ich mach's mal fest hier ein bisschen und... Ja, so genau. Alles fertig. Dank deiner Hilfe konnte ich das Schild fest im Boden verankern. Jetzt muss ich es nicht mehr die ganze Zeit stützen. Ein kleines Wunder. Hier als Dankeschön. Roter Rubin. Außerdem hier. Du bist bestimmt hungrig. Danke. Ja, und noch mehr hier. Qualmerling. Jetzt kann ich noch mehr aufstellen. Oh yeah. Ja, aber... Aber... Das brauchen wir nicht markieren. Das lohnt sich nicht, so stark sind die ja nicht. Aber Rhabarber, es ist halt geschenktes Geld und es macht Spaß. Ja, ich find's. Ja, ich frage mich langsam, warum er nicht selber den Dreh raus hat. Aber das frage ich mich bei vielen Leuten, bei vielen verschiedenen Sachen. So, der Schrein. Yay. Mir ist übrigens nur eine Sache aufgefallen, ganz kurz. Guck mal, Jai-Jutsu-Wurzel, Zuzu-Jai-Schrein. Versteht ihr? Die Wurzeln unter den Schreinen haben immer die umgekehrte Namensbezeichnung, wie die Schreine drüber heißen. Ja, ist zum Beispiel hier genauso. Bei dem Hinisoid und dem Diosini. Ne? Ja, ich würde sagen, den Schrein machen wir noch. Da haben wir einen schönen Abschluss. Beim nächsten Mal erkunden wir dann noch die Ebene fertig hier und gehen runter in die Schlucht zum Tempel und gehen dann einmal die Schlucht lang zurück, gehen zu hoch zum Stall und dann Richtung Hebragebirge und damit Richtung Ornidorf. Wir werden das Ornidorf garantiert nicht erreichen. Ich meine, hier im Norden, da fehlt ja auch noch etwas. Aber die Richtung schlagen wir ein. Was stand da gerade mit Octorox-Ballons? Oh, sag nicht, wir hätten... Spiel mit dem Feuer. Was? Das ist ein Eisblock. Ach so. Kann man machen.
Mhm. Das ist schon mal kein Problem. Ja, ich finde, das ist jetzt wieder sehr smooth gerade. Ich kommentiere nicht viel, ich konzentriere mich, aber... Ich habe noch keine Ahnung, wie es hinten funktionieren soll mit dem Feuer, aber... Sonanium-Lanze. Das war auch schon die einzige Kiste. Nein! Ich war zu gierig. Ich war zu gierig. USB-C auf USB. Ja, ich kann jetzt nicht hier. Also kann ich. Machen wir einfach. Ich habe hier nur das ganz kurze Kabel, mit dem ich immer mein vom hier Pokéball Plus, da ihr wisst schon, von Let's Go Pikachu und Evoli. Aber es reicht. Mein Switch ein bisschen nach vorne geholt. Gottes Willen. Abenteuerliches Setup jetzt. Aber es sollte klappen. Jo. Was ist überhaupt das Ziel? Was ist das Ziel gerade? Muss ich ganz viel Eis runterbringen? Damit das Eis schwer wird? Oder was genau öffnet denn überhaupt? Sorry. Achso, es kommt auch nur einer. Der hilft uns natürlich gar nicht, ne? Ja, warum bist du jetzt so klein? Du warst doch groß. Warum wird denn sein Zustand nicht richtig übernommen?
Ich verstehe nicht, was das Ziel ist. Wenn ich das mal ganz noch mal ganz klar sagen darf. Also hier haben wir dieses kleine Ding. Und da muss ein kleiner Würfel drauf. Und da haben wir jetzt das große Ding. Da muss also ein großer Würfel drauf. Also brauchen wir beide in groß? Oder wie soll ich mir das jetzt... Hä? Wisst ihr, was ich meine? Mir fehlt die Erklärung, was überhaupt das Ziel ist gerade. Mhm. Fast. Also es hat sich bewegt. Weiß ich ja nicht. Ist das jetzt wirklich die Lösung einfach? Direkt durch. Oh mein Gott. Keine Ahnung, ob das richtig war, aber eieiei. Millisekunde. Gut, dass ich Richtung Tür gegangen bin. Eieiei. Eieieiei. Oh, Besucher dieses Bannschreins, der das uralte Böse versiegelt. Sei gelobt dafür, es bis hierher geschafft zu haben. Nun soll das reinigende Licht dich erfüllen, welches an diesem Ort ruht. Eieieiei, das war jetzt wirklich eine Sekundensache. Aber mit dem Einschreien immer noch keine Ahnung, ne? Das Miasma. Und damit haben wir 7, glaube ich, ne? Noch ein Segenslicht. Dankeschön. Und 7. Noch ein Segenslicht und wir bekommen 2 Herzen dazu. Und dann könnten wir natürlich... Ich lass mit mir reden. Wir machen noch 2 Herzen und dann vielleicht mal Ausdauer. Aber mit Ausdauer in Kämpfen brauchen wir sie halt nicht. Zum Klettern wäre sie echt gut. Aber ein Herz... Damit leben wir halt einfach länger. Wir gehen noch an den Nordzipfel, okay? Das würde ich noch ganz gerne machen. Oh, ist schönes Wetter. Perfekt. Und dann können wir jetzt hier auch den Marker wegnehmen. Da ist ein Hinox.
Mhm. Du Narr! Hat sich gelohnt, meine eiserne Bananenration als Köder einzusetzen. Das war deine letzte Banane. Na ja. Okay, also dieses Loch ist einfach nur ein Miasma-Brunnen. Entdeckt. Brunnen der Sorbo-Ebene. Der sieht so böse aus, dass ich sogar speichere. Und das heißt schon was. Das heißt schon was. Wurzel. Okay. War jetzt sehr clever, oder? Runter, zack, direkt eine Wurzel, direkt oben Licht machen, direkt hier unten ein Stück aufdecken, zack. Eieiei. Also ist das wirklich ein Brunnen, der in den Untergrund führt. Das ist abgefahren. Spart uns natürlich auch Leuchtsamen. Ist vielleicht wirklich die beste Strategie. Erstmal alle verfügbaren Leuchtwurzeln hier anmachen. Oh, ist so schön. Wieder. Die Wurzel des Lichts vertreibt das Dunkel und erleuchtet deine Umgebung. Oh je. Ah ja, okay. Gegengesetzte Richtung. Ne, guck mal. Die führt schon wieder irgendwo hin. Aber wir haben nicht genug. Wir markieren die mal. Ist hier vielleicht noch eine direkt? Ja, wir markieren die hier mal. Aber wir haben nicht die, die Möglichkeit hier großartig. Na, ihr wisst schon. Darf ich eigentlich hoch? Geht das? Komplett? Nee, ne? Doch, geht das? Hoch? Ab dafür? Das ist ja cool. Okay, also ist der Brunnen dann im... Okay, dann kommen wir nur auf die Wurzel. Das ist aber auch cool. Was ist das? Und auch sehr viele Irrlichter hier überall. Okay. Was wir ja eh mal machen müssten, wäre hier... Alchemistenkonstrukt. Weiß ich gar nicht. Hier halt mal hin, ne? Da unten. Wegen den Batterien. Es muss ja noch irgendeine Möglichkeit geben, wobei das schon eine merkwürdige Möglichkeit ist, dass wir nicht anders an Batterien kommen können. Oder? Markierung? Achso, da müssen wir noch hin, ja. Okay, dann gehen wir in der nächsten Aufnahme noch die südliche Ecke erkunden, diese eine Ebene, diese Ruine, die da noch ist. Und dann gehen wir runter in die Schlucht zum Tempel, den uns ja die gute Impa als Ziel für die Aufgabe rund um die Drachentränen und diese Erinnerung an Zelda genannt hat. Danach gehen wir einmal die Schlucht entlang, ne? Wie schon angekündigt, hier so rum irgendwie.
Und dann können wir so hier, ne, Lutz-Ebene, hier die Ecke erkunden, hier, 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 hier. Und dann können wir entweder hier einen Cut machen und wir sparen uns den Tabanter-Hügel auf, wenn wir das Gebiet hier machen. Macht sogar fast Sinn. Und gehen dann erstmal hier zu den Ornis. Aber cool, dass es jetzt nicht immer nur diese Abgrundöffnungen sind, sondern es auch so normale Sachen wie Brunnen gibt, die dann auch so tief in den Untergrund führen. Na, hier kein Schild. Gut, da gehen wir auch später hin. Schrein ist erledigt. Da ist der Hinox. Den müssen wir gerade nicht machen. Den sparen wir uns mal auf. Ich wollte ausmachen. Ich weiß es doch. Sehen wir hier schon den Tempel eigentlich? Nee, ne? Der ist da hinten. Sorry, das Pfeifen wollte ich nicht unterbrechen. Das war jetzt aber gut, ne? Also, nächste Aufnahme. Hier so, hier die Ecke. Und dann ab runter in die Schlucht. Oder wir gehen einfach hier runter und gehen dann das Stück hier schon mal. Wir gucken mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal mit Tears of the Kingdom. Der Krog war schlimm am Anfang. Ansonsten alles gut geklappt, oder? Und ich bin gespannt, wie es weitergeht. Ihr merkt das ganz entspannt. Wir gucken uns einfach alles an. Ich hoffe wirklich, die patchen noch den Pfad des Helden dass wir sehen können, wo wir noch nicht gewesen sind. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.